Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland an diesem schwülwarmen, sonnigen Sonntag, Pfingstsonntagabend, zu einer etwas früheren Stunde als sonst für die YouTube-Zuschauer unter euch, die ja eigentlich alle sein dürften, die das hier nochmal schauen dann im Nachhinein. Spielt das ja keine Rolle, die Uhrzeit, aber weil heute Abend die Live-Übertragung der Formel 1 aus Montreal ansteht, gibt's den Stream heute nicht zur gewohnten Zeit. Ach ja, da fehlt noch zwei invertierte Road Lamps. Und dann bin ich ja quasi dazu genötigt, entweder diese Caged Lamps zu bauen oder die normalen invertierten Lampen. Da habe ich jetzt aber nicht so den Bock drauf. Kotzpupe ist online, er ist nicht im Teamspeak. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, hat sich da gestern Abend sein Kabel geschrottet. Was zur Folge hat, dass er halt so Teamspeak-technisch nicht mehr zu erreichen ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich habe noch die Taschen voll mit Gelumpe. Also müsste ich eigentlich erstmal nach Hause in die Pyramide. Mich da mal entleeren. Nein, 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 nein. Oh, Mist. Das war jetzt doof. Hohe Fail-Quote heute. Stein. Pflasterstein. Ah, so ein Mist. Das. Die kam hier unten mit rein. Den Rubin muss ich auch nicht mit mir rumschleppen. Machen wir den mal hier rein. Ah, nanu. Meine Maus. Wo ist er? Die unelegante Art und Weise wählen. Eichenholz. Eichenholz ist nicht im Filter hier drin. Jetzt sollte es aber funktionieren. Gut, dann hatte ich, glaube ich, hier noch eine Minenkarre drin. Sogar zwei. Nicht schlecht. Dann werde ich die heutige Reise nach Nordhauken mal antreten. High Shocked MK. Warte, das muss ich mal eben lesen. Ja, das macht ja nichts. Schockt. I'm not that prepared for English, but I can understand English. And maybe I can give some good explanations for what we are doing here. Hi. Hi. Wir sollten aber wirklich mal hingehen und die Strecke frei räumen. Da die Lok irgendwo im Lokschuppen parken. Thank you.
einfach nur beobachten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verstanden habe. I don't know if I got the point right. But you're ill and just watching. Wäre mal interessant, ob man die anderen Ressourcen auch vielleicht so abernten kann mit den Pistons und der Erde, so wie ich das jetzt mit den Melonen auch umgesetzt habe. Wäre mal ein Versuch wert. Blub. Umsteigen. Flup. Ja, von hier aus kann man das Baumhaus auch nur erahnen oder sehen, wenn man weiß, dass es da ist. Sehr gut hinbekommen. Okay. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Falsche Richtung. Okay. Where are you from, if you don't mind asking? Ah, die Kühe sind groß, sehr gut. Meine Steaks von morgen. Jetzt habe ich aber auch kein Knochenmehl mitgenommen. Mist. Ich glaube mal gucken, ob ich hier noch irgendwo was habe. Nee, natürlich nicht. Da ist mit Sicherheit auch nichts drin. Song Requests funktionieren hier leider nicht. Ich habe eine feste Playlist, die im Hintergrund abspielt. Damit das dann auch keine Probleme gibt, das nachher bei YouTube zu veröffentlichen. Da habe ich noch Knochenmehl. Ein Stack. Sehen gut aus. Die sind erntefertig. Sehr gut. Kann ich die nämlich auch ins Hochhaus packen, endlich? Ich hatte ja auch hier unten noch reichlich. Na. Gibt's das? Samen. Das ist jetzt... ist der denn heute wieder grobmotorisch? Aber es ist auch warm draußen, also von daher. Blub, 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 blub.
Ah, da kommen sie an. Das ist aber nicht die mördermäßige Ausbeute. Hatte ich jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Na los. Ja, gute 5 Stacks. Immerhin. Reicht das? Na komm. Diese Mikrolachs. Ah, Drüsen One. Ja, ich bin zu früh. Das hatte ich vorhin aber auch schon gesagt, weil ab 20 Uhr die Formel 1 läuft. Und das wollte ich mir doch schon ganz gerne anschauen. Okay. So, where are you from, if you don't mind asking? Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, aber ich habe ja noch die Erdbeeren einstecken, dann kann ich mir ja noch ein paar Samen machen. Und danach komme ich wieder on. Das glaube ich nicht, dass ich danach nochmal streamen werde. Den Weizen düngen. Jetzt nehme ich mal so langsam ein bisschen was kommen hier. Das ist aber auch merkwürdig alles. Der ganze Streifen ist schon fertig. Und der hier nicht. Na, wahrscheinlich sind das zwei unterschiedliche Chunks. Nämlich auch noch ein paar herrliche Brote machen. In der Pyramide habe ich ja auch noch diverses an Fleisch. So viel dazu. Knochenmehl. Tja, wenn dann nur noch in der Pyramide, würde ich sagen. Mache ich das denn jetzt? Erstmal gehe ich die Erdbeeren abladen. Ja, irgendwie ist es echt immer noch ein bisschen steril hier. Und es fehlt auch noch an weißen Lampen, die ich ja auch noch setzen wollte, aber
Es ist immer ein Vergnügen, viele Lampen zu produzieren und die dann zu setzen. Nicht. Trap, 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 trap. Und vielleicht könnte ich dann ja auch noch, wenn ich noch Brote habe, hier mehr Steak Sandwiches da reinknallen. Zweiten. Ja. Ist doch ordentlich aufgefüllt. Und jetzt in die Pyramide zurück. Noch Mehl. Bälle sind schon wieder voll. Ich darf mich mal rausnehmen. Ruhig, Hundis, ruhig. Na gut, sind auch ziemlich viele Flabber unterwegs in letzter Zeit. Und jetzt zurück auf den Bauernhof. Schafe könnte ich auch mal wieder scheren. Legen. Überall knurrende Hunde. Der denn? Ja, reichlich. Draußen schreit jemand. Auch nicht schlecht. Aber ich denke nicht, dass ich gemeint bin. Habe ich da oben vergessen, ne? Ist. Egal. Muss ich das halt nachher wieder schön machen. Ich liebe dieses Geräusch. Ich glaube, ich muss da mal die Spawnrate runtersetzen. Jetzt die 3 müsste das gewesen. Ups. Da hakte es mal kurz. Die 3 meine ich. Ich nehme die 3. Kurz gucken. Ich dachte, wir hier das Falsche wegholen. Nee, ist die 4.
kommt. Put, put, put. Feini fein. Gehen wir direkt schon mal einen neuen Weizen ansetzen. Da kommt noch ein bisschen was. Die Frage, ob wir überhaupt so viele Samen gleich brauchen werden. Na komm, zack. So. Wir haben jetzt. Könnten wir ein ganzes Deck Brote rausmachen und haben sogar noch was über. Sag ich mal, sollte reichen. Ein Deck Brote, dann entsprechend mit Rinderfleisch oder Schweinefleisch. Ups. Schön ist wieder. Kakao könnte ich eigentlich auch schon mal wieder ernten. Da sollte ich vielleicht auch mal probieren, die Sache mit Wasser zu ernten. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Das müsste ja aber eigentlich auch funktionieren. Knapp, aber hat doch gereicht. Jetzt können wir das ja sogar mal probieren. Machen wir das doch einfach mal. Ja. Und auch das funktioniert. Ich sollte mir hier noch ein Stühlchen hinbauen, damit ich beim Warten auch sitzen kann. Ich kann doch Wolle rausmachen. Na los. Drei Stacks. Ist ja auch nicht die Welt. Wenn ich jetzt dann nämlich wieder hingehen muss und da die Sache wieder. Oh. Da ist auch noch eine Menge liegen geblieben. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser laufen lassen sollen.
Platz hier. Wachsen zwar sehr schnell, sind aber nicht so ergiebig. Etwas über 3 Stacks. So, die kann ich ja auch da unten lagern. Da habe ich ja noch einiges mehr davon. Könnte natürlich auch Kekse backen. Oder Kekse machen, vielmehr. Na, erstmal sollte ich die Brote auf die Reihe bekommen. Sich nach einem Pegasus an. Oh. Oh. Da habe ich ja sogar noch reichlich Slices. Jeden Fall erstmal nochmal Nachwuchs zeugen hier. Nicht abhauen. Ihr seid ja total verrückt. Schade. Du auch nicht? Oh, so ein Mist. Dafür haben wir wieder ein paar Eier abgegriffen. Wollen die denn nichts? So. Du nicht. Du denn? Auch nicht. Auch nicht. Und du. Und ab geht's. So. Gebt mir her eure Steaks. Erst gesehen, vor den Flitzebogen gerannt. Noch mehr Eier. Essen machen wir gleich. Wie viele Steaks haben wir denn? 18. Oh, ups, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. 24. Eier sind, die Eier sind fleißig, ja. Die Hühner sind fleißig. Könnt ihr auch mal gucken.
Was die hier machen? Legt ihr auch fleißig Eier? Ja, tun sie. Erstmal ins Bett legen wieder. Eier. Eier. Oh, da noch mehr Eier. Heieiei. Heieiei. Das aber wahrscheinlich auch machen, ne? Ja, klar. Obwohl, brauche ich ja so gar nicht in der Melonenmütze. Ja, aber jetzt muss ich auch mal wieder ernten. Nix mehr da, alles verbraucht. Dafür habe ich jetzt 64 Brote. Weg mit dem Schleim. Oh, guck mal an. Hier sind ja noch reichlich Knochen vorhanden. Die packe ich mir mal schön da oben in die Ecke. Weil die werde ich mit Sicherheit noch brauchen. Und jetzt sollte ich vielleicht auch nochmal selber was essen. Na, erstmal. Statt den Dingern. Warum geht das nicht? Das sind Steak Sandwiches. Steak Sandwich. Für mich und die halt für den Automaten. Lecker, lecker. Fast den ganzen Stack. Sollte aber auch erstmal reichen, würde ich sagen. In der Mauer versteckt. Wie viele Rattenburger habe ich eigentlich? Rattenburger. 15. Ja. Wie macht man die denn nochmal? Oh. Ach. Da ist ein toter Fisch rausgefallen, weil da Wasser ist.
Ist ja interessant. Rattenburger. Kürbiskerne, Samen, Kürbiskerne und ganze Brote. Kürbiskerne habe ich hier ja gar keine. Dann muss ich doch glatt wieder zurück nach Nordhauken. Führt kein Weg dran vorbei. Obwohl, hier werde ich keine Ratten haben, ne? Egal. Samen. Die sollten reichen. Für 32 Stück, ja. Jetzt brauchen wir noch 32 Kürbiskerne. Kürbiskerne 24. Na komm schon. Ich frag mich, wofür Kürbiskerne? Was ist denn hier passiert? Irgendjemand rumgetrampelt. Kürbiskerne. Hopfen kann ich was. Oh ja. Oh. 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 Aber direkt mal eine Weinlese mitmachen. Ja, die sind wohl irgendwie kaputt jetzt. Fast einen ganzen Stack Kürbiskerne. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nö. Der ist gar nicht kaputt. Das sah nur auf den ersten Blick so aus. Dann verstehe ich nicht. Mei! Schon ganz ein Stack voll jetzt. Muss wohl. Ja, sehr schön. Ruhig, Hundi. Eine gekochte Ratte.
Und dann haben wir hier noch eine Rohrratte. Nichts mehr weitergeschrieben. Ich hab gar nicht online. Komisch. Wo war ich stehen geblieben? Bei den gekochten Ratten, genau. Danach kann ich den Ofen eigentlich wegschmeißen. Oh, Raw Plastic. Das können wir hier oben mal mit reinpacken. Irgendwo noch die Fässer gelagert? Oder hatte ich die alle aufgebraucht? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Erstmal ins Bettchen. Gesunder langer Schlaf ist wichtig. Handeln. Wie viele weiße Lampen sind denn jetzt hier inzwischen angekommen? Zwei Stacks sinnvoll. Okay. Ist im Grunde nichts. Aber ich habe mir schon mal so ein kleines Konzept erarbeitet, wie denn das aussehen soll nachher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wo ich die Dinger jetzt habe. Wine Bottle. Fermenting Barrel? Wine Barrel. Tja, das ist ja im Grunde bekannt. Da einfach mal so rein tun. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sind wir ja bald mal fertig? Dauert noch eben. Und es gibt auch keine Experience. Ja, ich würde da auch keine Experience für geben. Doch noch 4 Stacks raus geworden.
Auf Dauer stinkt der doch. Die brauche ich noch. Die halte ich jetzt auch einfach mal. Hilft alles nicht. Abfahren. Irgendwo war noch ein Schacht leer. Ich glaube am Spawn. Muss ich mal kontrollieren gehen. Kann ja nicht sein, dass hier irgendwelche Futterschächte leer sind. So. Ist alle Kammer ausgeglüht. Aber der muss ja im Grunde pornomäßig viel Energie ersetzen können. Bei den Inkredenzien, die da drin sind. Oh, jetzt kommen ja schon die Hölzer entgegengeploppt. Leitern hatte ich doch da oben noch, genau. Jetzt erstmal dahin. Rattenburger verstauen. Na, kommt her, meine Freunde. Zack. 47 Stück. Immerhin. Können wir uns jetzt mal zum Zirkus porten? Bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass ich die Fässer in irgendein Regal gelegt hatte. In der Spelunke. Ist das Bier bald mal fertig? Tatsächlich. 28. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Das doch aber gehen. Warum denn nicht gleich so? Tatsächlich 9 Fässer Wein. 9 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Achso, ja richtig. Ich wollte hier mal so einen Humpen probieren. Das scheint aber immer noch nicht fertig zu sein.
denn? Vielleicht sollte ich hier auch nochmal einen dritten Bilderrahmen aufhängen. Keine Ahnung. Habe ich noch Schilder? Wäre mal interessant. Jo, habe ich sogar noch. Und einen Rahmen. Rahmen. Loop. Das ist doch schick. Jetzt. Ja, und jetzt. Machen wir die Fässer in den Lounge-Bereich hier. Können wir die hier hinstellen? Da wird hier Soffe bis zum Umfalle. Hier hinten stellen wir auch noch eins hin. Direkt neben die Jukebox. Da ist nichts drin. Haben wir hier noch was? Oh, eine Spitzhacke Haltbarkeit 3. Ja, ist auch immer gern genommen. Und vielleicht sollte ich nochmal gucken gehen, ob ich da nicht Hopfen ernten kann. Könnte ich hier nämlich auch noch das eine oder andere Bierfass hinstellen. Die Frage, wie lange das jetzt hier vor sich hin fermentieren muss. Könnte ich hier dann vielleicht sogar dann die Bierfässer hinmachen. Soll ja an nichts mangeln. Weil ich heute, was Lebensmittel angeht, gut in Form bin, werde ich jetzt nochmal ein paar Törtchen backen. Schokolade mehr? Was ist das denn? Das ist ja unverschämt. Da würde ich sagen, hilft alles nichts. Einen Eimer Milch haben wir noch. So, mal gucken. Irgendwo müsste ich doch sonst auch noch Milcheimer haben. Ach, jetzt habe ich da das Schild gar nicht angebracht. Hm? Mache ich das erstmal. Schild. Der Weintipp. Nordhaukener
Arschwasser. Feinherb. Reinziehen hier. Nagel, Nagel, Nagel. Das gibt wieder richtig Power. Ja, dann werde ich wohl mal wieder zurück nach Nordhauken. Noch mal ein paar Törtchen backen. Hi Kirschenkiller. Erstmal sollte ich mich aber hinlegen, weil nachts düngen bringt meistens nicht viel. Nanu? Das große nochmal, oder nee, ich mach das kleine Versuchsfeld. Das sollte erstmal reichen. Dann ja auch wieder was setzen zum Nachwachsen. Na? Sag mir nicht, ich habe zu wenig davon. Egal, ich werde es trotzdem ernten jetzt. Nein, scheinbar nicht. Schwindelig. Kuchen. Unten das. Dann Zucker meine ich. Oder war es zwei Zucker? Und hatte ich hier nicht noch Milch? Eier werden wir brauchen. Wie war das denn? Zwei Eier? So? Nee. Oder was mit Zucker? Hark. Schocke. Chocolate Cake. Ein Ei in der Mitte.
und das außenrum und oben dann 3. Jo. Milch. Irgendwo hatte ich doch noch so viel Milch. Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir halt mal die Eimer voll machen. Quatsch. Kühe. Ah. Sehr schön. So, wachsen in der Zwischenzeit. So. Funktioniert ja auch. Eins, zwei, drei. Ja. Und fertig sind die Schokoladenkuchen. Mehr Milch wäre nicht schlecht. Eimers. Mal direkt umfüllen. Sehr schön. So, hui. Jetzt haben wir auch reichlich Schokoladenkuchen. 2, 4, 6, 8 Stück insgesamt. Ja, das ist doch schon mal schick. Und ich würde sagen, dafür oder damit vielmehr soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß, auch wenn es für die Live-Zuschauer etwas früher war als sonst. Ansonsten ja eher um 20 Uhr auf twitch.tv/rotzkocher. Und dann zum zeitsouveränen Nachschauen eine Woche später auf YouTube unter auch dann youtube.com/rotzkocher. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen guten, eine gute, ne irgendwas. Ciao! Auf der rechten Seite könnt ihr euch die Playlist mit allen Minecraft-Videos anschauen. Links kommt ihr zum Let's Play von Fallout New Vegas und wenn ihr auf Hodor klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren.